Ich habe Recherchen zu der Handschuhwelt von SpongeBob gemacht und sie scheint ein wichtigerer Ort zu sein, als ich dachte. Zum Beispiel taucht dieser Ort in Episoden auf, wie zum Beispiel Bus verpasst, bist du bereit? Die kratzbürstige Seite, da wird es nur erwähnt. Dann gibt es noch Fingerring der Liebe, Handschuhwelt AD, im Tiefseeschlaf. Die Episode dauert nur 7 Minuten. Die Nachtschicht. Die Ballade vom Schmuddelsiff, Sandys nervige Nichten, da wird es auch nur erwähnt, SpongeBob schlechte Angewohnheit und Say All. Die Episode kam bis jetzt nur in Amerika raus, also hat es noch keinen deutschen Titel. Außerdem gibt es da noch die Special-Episoden wie zum Beispiel Handemonion, 15 Minuten und Flucht aus der Handschuhwelt, 22 Minuten. Aber da gab es noch andere Sachen wie zum Beispiel sogar ein Lego-Handschuhwelt-Set und die Handschuhwelt hat Auftritte in Nickelodeon All-Star Bro und SpongeBob Volle Kanne Vollgas. Und es gibt dazu ein Browser-Game namens Glove Universe. Das werde ich möglicherweise in nächster Zeit spielen. Deshalb gibt es auch die Handschuhwelt als DVD, aber das ist Betrug, denn es gibt 10 Episoden und nur 5 Episoden hat mit Handschuhwelt was zu tun. Also von daher, ja. Also ja, die Handschuhwelt ist ein wichtiger Ort in der Serie SpongeBob Schwammkopf.